Ja, mach mal. Was sagst du dir? Du musst zur Enzyklopädie sagen, du hast nicht gefilmt. Doch, ich hab gefilmt. Ich meine jetzt. Ach so. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hast du da ein Video gemacht gestern eigentlich? Nee, ne? Nein, habe ich nicht. Kein erstes April-Video. Bei uns gibt es gerade Frühstück. Erzähl mal, was wir die pranken wollten. Das kommt in dem Video von heute. Das habe ich gestern Morgen erzählt, dass wir den ganzen Tag überlegt haben, ein April-Scherz-Video zu machen. Oh. Bin gespannt, was die dazu geschrieben haben, die Zuschauer. Oh. Mhm. Bernd hat Kaffee gemacht und unseren 2 Liter Shake. Da ist er. Wo sieht man ihn? Da sieht man ihn. Was hast du denn gemacht? Den trinken wir jetzt. Rezept ist unten in der Infobox für alle, die auch einen leckeren, gesunden Shake zum Frühstück möchten. Achso, heute ist Karfreitag. Ist das nicht der Heilige? Wir dürfen kein Fleisch essen. Ist das nicht der Heiligste? Das war früher der schlimmste Tag des Jahres für mich, als ich noch Fleisch esse. Aber hast du dich da dran gehalten als Rebell? Als Kind. Achso, haben deine Eltern sich daran gehalten? Naja, okay. Ich esse heute auch kein Fleisch, nur Fisch. Ich habe wohl früher nicht drüber nachgedacht, war einfach so. Aber heute ist doch der höchste Feiertag des Jahres, oder? Nein. Ja? Nein. Ja, heute darf man... So, also keine Party und so, die Diskos haben zu und sowas alles, meine ich, mich zu erinnern. Ich google das jetzt. Nur höchster Feiertag des Jahres, eigentlich kommt der Ramadan. Ja, ich bin gleich wieder da, ich rede gleich weiter mit dir. Kümmer dich, sagt sie, kümmer dich. Und? Ja, hast du recht. Zusammenhang mit Ostern. Weil da Jesus halt. Jetzt müsste ich meine Tasse haben, Mrs. Always Right. Ja, oder einmal recht hat das. Tausendmal. Aber frohe Ostern sagt man Sonntag oder Montag, ja, heute oder? Heute nicht, weil heute wurde doch ins Kreuz genagelt. Ja? Unser Herr. Ich weiß. Also der Herr. Der Herr. Ich der weiß Herr. Es nicht. Jedenfalls ist heute Karfreitag. Und wir sind gleich unterwegs. Wir gehen spazieren. Wir fahren zu Bernds Schwester. Und gehen zusammen spazieren und sind ein bisschen bei denen. Da werde ich natürlich nicht vloggen. Machst du dann alle verrückt wieder? Sondern vorher und nachher. Und jetzt frühstücken wir erstmal zu Ende und ich schneide das Video. Im Hintergrund seht ihr schon den Laptop laufen. Die Speicherkarte lädt gerade alle Videos rüber und ja, ich melde mich gleich wieder. Olivia ist jetzt beim Stillen eingeschlafen und die liegt jetzt mit dem Bernd auf dem Sofa. Also ich habe sie so bei ihm auf die Brust gelegt, dann schläft sie bei ihm. Alles ist dunkel im Wohnzimmer, abgedunkelt und Smurfy liegt zwischen Beine bei Herrchen und Olivia liegt bei Papa auf dem Bauch. Und ich nutze die Zeit, mache die Fenster zu und mache mich eben ein bisschen fertig. Also wollte ich jetzt nicht unbedingt nachher die Familie da besuchen. So, und die Betten ein bisschen machen. Ich habe es gestern auch bezogen, das Bett noch. Ne? Ich habe gerade beim Videoschneiden gemerkt, ich habe morgens das Bett gemacht. Und dann am Nachmittag so, jetzt habe ich das Bett erstmal bezogen. Das Machen war total sinnlos gestern Morgen. Morlys Outfit of the Day. Yay, ich mag den Body so gerne. Ja. Mit den Blümchen, ja, den wir für 1 Euro... Ich? Ja, sie auch. Für 1 Euro im Sale bei Family geholt haben. Mhm. Der ist so süß. Kleine Blümchen, Mäuse. Steht dir so gut. Wir sind schon zurück von unserem Familienausflug. Und ich sitze jetzt, wie lange sitze ich hier? 1,5 Stunden. Ja, hab ganz viel gestillt und dann hat sie hier geschlafen bei mir. Hier auf diesem, das Stillkissen habe ich hier, dieses C. Darauf hat sie gelegen. Ich habe dann mein Handy genommen und habe währenddessen ganz ausgiebig H&M geguckt. Die nächste Größe für die Maus bestellt und für Calvino Sachen bestellt. Ein paar Shorts für den Sommer und für mich 2 Shorts bestellt in größeren Größen, weil ich glaube, meine kurzen Hosen, die werden mir nicht passen diesen Sommer. Oder Röcke oder so. Und als jetzt so warm war die letzten 2-3 Tage, da hatte ich ja meine Umstandshosen an und das war so ungemütlich warm.
Deswegen habe ich mir jetzt aus dem Sale einfach zwei Hosen mitbestellt. Also 2x2 in zwei verschiedenen Größen, damit ich die anprobieren kann. Und dann kann ich ja zurückschicken, was nicht passt. Ja, und die Maus hat noch Sonnenhütchen bekommen, auch in verschiedenen Größen, weil ich nicht wusste, welche Größe sie braucht. Ja. Und dann hat sie von ihrer Tante gerade 5 Hosen geschenkt bekommen. Die hat die Tante selber genäht. Wie es anhört, die hat die Tante selber genäht. Bernds Schwester, der hat die genäht und uns, oder eher gesagt, der Livia geschenkt. Irgendwie ist das hier so dunkel. Tante Tina. Genau, und dann habe ich, ich kann euch die gerade nicht zeigen, die sind auf der anderen Seite vom Tisch, die Hosen. Aber ich habe halt so Basic Bodies bestellt, weil die Hosen sind sehr, sehr bunt und sehr mit Muster. Und deswegen, ja, diese einfarbigen Bodies dazu, damit das nicht zu wild wird. Bitte? Ja. Nichts, ich habe gedacht, du hast was gesagt. Dann hat in dem Moment hat die Maus gefurzt und dann wollte ich sagen, die Morla ist die einzige, die vor der Kamera furzen darf und niemand nimmt es ihr übel. Ne? Ja, du darfst das, ne? Ja. Naja, sie ist heute etwas sehr morlich. Liebesbedürftig, morlich. Und ich habe nichts gekriegt von Haaren. Na, du wolltest auch nichts. Ich habe dich gefragt, was du brauchst. So schöne Pullover hast du mir gesagt. Ich wollte dir neue Schlüpfer bestellen, damit du die hier wieder zeigen kannst vor laufender Kamera. 6 Stück. Ja, stimmt. Die reichen also über 10 Jahre. Kannst du wieder durchfurzen. Ich bin schon durch. Ja, Molly, genau. Ja, sie hat halt, sie ist immer eingeschlafen und dann immer aufgewacht. So, das war halt, die ist hier eingeschlafen, dann mussten wir los. Habe ich sie in Maxi-Cosi gelegt, ist sie aufgewacht. Bitte. Im Auto ist sie wieder eingeschlafen, dann waren wir angekommen, auf den Kinderwagen gesteckt im Maxi-Cosi, spazieren gegangen, ist sie aufgewacht. Auf den Arm genommen beim Spaziergang, ist sie eingeschlafen, drinnen hingelegt, wieder aufgewacht. Und dann war sie so moserig, bitte. Machen wir morgen Takeaway bei Taverne oder wo? Ach so. Ja, können wir machen. Wann war ich mit dem morgen nämlich dabei? Aber wann bestellen wir denn, weil wir morgen ja auch eingeladen sind. Ansonsten Montag Takeaway? Ja. Aber was essen wir dann morgen, weil du bis 16 Uhr arbeiten? Takeaway? Ja, okay, dann essen wir danach. Essen wir bleiben ja nicht wir essen Brot oder sowas. Wir bleiben ja nicht bis 23 Uhr da. Takeaway, mach ich mir im Casino dabei. Okay, ja. Wir sind nämlich morgen Abend zum Stockbrot grillen, braten, Lagerfeuer, was auch immer eingeladen. Genau, Friends. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Ja. Hallöchen, ihr Lieben. Erst war ich stehen geblieben, dass die Morla so... Ja, du hast nichts gekriegt. Und jetzt hör doch mal auf, lass mich mal ausreden. Ich versuche ja nur deinen Faden wieder zu finden. Der Kühlschrank ist auf. Nee, ich weiß, damit die Leute was gucken. Weil sie dann so oft eingeschlafen, aufgewacht und eigentlich todmüde war, war sie dann total motzig. Motzig. Und dann war der Besuch dann war nicht mehr so schön. Dann sind wir da abgehauen, sind nach Hause gefahren. Genau, und hier hat sie jetzt erstmal ihren Schlaf nachgeholt. So, und dann, morgen sind wir eingeladen zum Stockbrotgrillen. Und weil der Bernd bis 16 Uhr arbeiten ist und um 17 Uhr sind wir eingeladen, wir wollten morgen Essen bestellen, ja, müssen wir das danach machen. Ne? Ja, und jetzt bist du so süß und zufrieden, jetzt wo du geschlafen hast, ne? Nimmst du deine Hände ins Schnäuzchen? Ja. Möchtest du mal einen Toastie probieren? Was ist denn da alles drin? Nur Gemüse. Das ist 100% vegan. Vegetarisch. Vegan. Vegan? Dann probiere ich einen. Dann probieren wir doch mal einen. Der Bernd war wieder gestern doch in diesem Tiefkühlladen, was ich euch erzählt habe. Und jetzt gibt es Toasties bei uns. Ja. Achso. Eine Eiweißpulver ist da drin. Ja. Toastie? Ja. Und die Maus? Hat ein Ostergeschenk bekommen, ihr allererstes Ostergeschenk. Tada! Eine Kaugiraffe. Die kann quietschen. Die quietsche ich jetzt aber nicht, weil wenn die jetzt quietscht, wisst ihr, wer die dann auch haben will? Ja, ne? Die ist aus Naturkautschuk. Oh! Oh! Und sowas hier, auch zum Kauen. Wenn dann die ersten Zähnchen kommen, können sie sich das ins Schnäuzchen stecken, glaube ich, dass das dafür ist. Oder
darf nicht Popöchen. Nein, ins Popöchen kommt das nicht. Aber die wird sie bestimmt viel drauf rumlutschen, ne? Die sehen ja aus wie Schnitzel. Mhm. Ist auch was drin. Was ist denn da drin? Gemüse? Mal tasten. Hm. 25 Cent fand ich hier ganz gut. 25 Cent einer? Ne, ja, 4 Stück 1 Euro. Ja. Da habe ich mir gedacht, da werde ich morgen nochmal hinfahren. Mhm. Ja, schmeckt okay. Also es ist nicht so das Geilste, aber... Hi, Princess! Princess! Spielst du ein bisschen? Ja, fein. Super! Ja! Ja? Hallo! Hast du einmal die Kalle in der Schule auf Toast oder so? Ja. Super! Jetzt hast du wieder gute Laune, ne? Hier. Jetzt kann ich euch auch die Hosen zeigen, die Livia geschenkt bekommen hat. Und die nicht schön, so Pumphosen. Schaut mal, der Stoff, der ist mit so Glitzer. Total schön. Hier so eine Leopardenhose. Die mit den Tieren. Und das ist so ein Stoff, der verfärbt sich von der Sonne. Kenne ich gar nicht. Hat sie auch die Decke, die sie hier hat. Ist derselbe Stoff, die hier drin ist. Hat auch die Tante, die TT, Tante Tina genäht. Ja, und dann haben wir noch mehr. Mit Bambi eine Hose. Und hier mit Einhörnern eine Hose. Sind 4, genau. So, ich dachte 5, aber sind 4. 4 Hosen. Und die müssen wir dann mal anprobieren gleich, ne? Hatschi, Gesundheit! Hatschi, Gesundheit! Hier. Bernd hat Schaschlik gemacht, Gemüseschaschlik. Was ist da drauf? Zucchini? Warte, ja, so. Was? Mach bitte keinen mehr. Turmteller direkt, die fallen uns alle runter. Zucchini, Paprika, Pilze, Zwiebeln und Speck. Dazu gibt es Pommes. Und Speck, Räuchertofu. Ja, auch ein Speck, auch ein Spieß? Spieß? Weiß ich nicht. Ja, was hast du denn? Nutella. Wie viele Baumstämme? Also nicht so 5 hier. Okay. Und dann, wenn ich da dicke, da dünne. Okay. Okay, okay. Hier, die Baumstämme. 3 dicke, 3 dünne. Wo drin transportiere ich die jetzt? Ja, ich wollte euch erzählen, dass es voll lecker war, was der Bernd da gekocht hat. Dieses Schaschlik-Gedöns. War mega. Und wir essen jetzt schon die 2. Portion. Wir waren nämlich schon laufen mit dem Smurfy. Hat er 2 Freunde gefunden. Ne? Liebesfreunde. Ein... Was habe ich? Ich habe die Fritteuse jetzt angemacht. Genau, wir essen jetzt die 2. Portion. Es ist gleich 19 Uhr. Und ich wollte mich eigentlich nur noch vom Vlog verabschieden, ihr Lieben. Ja, wir chillen jetzt nach dem Essen nur noch auf dem Sofa. Und ich würde einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Bernd wollte auch noch winken. Fertig? Mit der Morlung. Mit der Morlung, ja, die Maus ist eingeschlafen. Außer wenn ich stehen bleibe. Macht sie Geräusche? Wenn ich stehen bleibe. Wenn ich stehen bleibe. Hört man nicht ihre Geräusche. Die Morlergeräusche. So, Smurfy, willst du auch noch winken? Ja, da irgendwo ist das Plastik. Was hast du hier auf deinem Kommst Platz? Kommst du von hier besser rein? Da, hinter der Schwarze. Ah! Was ist das? Weiß ich, ach hier von dieser Waschdings, Waschpuppe.
Waschpulver. Wie weg? Hat die ausgespült gut? Ja, die ist schon seit 3 Wochen weg, die Waschpulver. Achso, ich dachte, das mir eine neue gegeben, die auszuwaschen. Nur so ein Fetzen noch. So, jetzt aber tschüss. Ja, ciao, ciao.